Hallöchen, meine Freunde, herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Let's Play Doom auf PS4. Meine Nachbarn wundern sich bestimmt jedes Mal, warum schreit denn der ständig Doom? Ist halt so. Ahaha, guck mal. Geil. Gleich mal so ein kleines Geheimnis gefunden. Das ist cool. Ich habe gar nicht auf die Karte geguckt, aber schön. Sehr schön. Gefällt mir. So, was haben wir da? Ein Kosmotyp. Chaingun-Modell. Ah, okay. Ich habe mir mal diese Modelle angeguckt. Also es ist einfach nur, im Hauptmenü kann man sich dann halt die Gegner und Waffen halt einfach angucken. Also man kann ranzoomen, man kann rotaten und ja. Für mehr sind diese kleinen Figürchen eigentlich nicht da. Aber ist trotzdem cool, sowas zu haben. Sowas macht immer Spaß. Mal kurz auf die Karte gucken. Da oben ist noch der Boost. Wir waren da überall. Da drüben waren wir nicht. Warum waren wir nicht da drüben? Weil es da weitergeht. Ganz einfach, natürlich. Da ist noch ein Portal. Aber ich würde sagen, wir haben hier soweit eigentlich alles abgeschlossen. Ich glaube auch nicht, dass hier noch irgendwas ist. Also gehen wir weiter. Jetzt muss ich allerdings selber erstmal was gucken. Okay, für die Gauss-Kanone haben wir genug Schuss. Sehr schön. Haben wir jetzt eigentlich genug Waffenpunkte? Ja, haben wir. Wir haben genug Waffenpunkte. Wir können hier zumindest schon mal das da machen. Reduziert die Zeit während eines Zielverfassungs. Okay, kaufen. So. Töte 5 Summoner. Toll. 5 Summoner. Ich glaube kaum, dass in dem Level jetzt nochmal welche erscheinen werden. Aber man weiß ja nie. Aber okay. Gut zu wissen. Dann wisst ihr ja schon mal, was man da dann machen müsste. Sagen wir es mal so. Alter, kriegt mir hier viel Zeugs. Okay. Gut, dann benutzen wir mal ihn hier. Das Ding ist cool. Ich wünschte, das könnte man irgendwie so noch weiter ausklappen als ein Schwert oder so. Boah, das wäre so geil. Da lang? Alles klar. Ach so, da öffnet sich dann immer so ein Mäulchen. Ah. Langsam verstehe ich, wie es hier in der Unterwelt funktioniert. Habt ihr das gesehen da drüben? Da hat gerade was geflimmert. Da. Seht ihr es? Da flimmert's. Warte mal kurz. Was flimmert denn da? Jetzt sehe ich es nicht mehr. Ja, gerade eben hat da was geflimmert. Ihr habt es auch gesehen. Ich habe Videobeweis. Kannst du nachgucken, Junge? Wurscht. Ja, das ist halt jetzt Super Rage, aber weißt du was? Die lasse ich jetzt einfach mal liegen. Ich weiß, Todsünde. Aber wir brauchen sie im Moment nicht. Ich will mich lieber darauf konzentrieren, jetzt gegen Ende hin noch so viel zu erreichen, wie ich kann. Aha, eine Tür. Das heißt, irgendwo muss auch der passende Hebel dazu sein. Also die passende... Ich hoffe, wir haben sie nicht verpasst, ey. Wenn wir sie verpasst haben, dann kriege ich einen Anfall, aber sowas von... Nein, haben wir nicht. Zum Glück. Zum Glück haben wir sie nicht verpasst. Na. Jawohl, das war nämlich auch die letzte. Ja, das war jetzt die letzte Herausforderung, die uns noch gefehlt hatte. Oh, wir nehmen mal den Raketenwerfer mit. Und die Gauss-Kanone. Genau. Damit können wir richtig schön Fettschaden austeilen. Ich guck nochmal kurz auf die Karte. Wir sind jetzt da irgendwie durchgekommen und kommen jetzt in den Bereich hier. Okay. Das scheint der letzte Bereich zu sein. Das heißt, wir müssen da jetzt 2 Höllenbarone mit einem Schuss töten. Ansonsten kriegen wir die Herausforderung nicht hin. Halt still. Ja! Ist da noch einer? Da ist wallig noch eine. Yes! Ich hab auch mal Glück im Leben. Ey. So. Hallo? 4-fach Schaden. Wenn hier jetzt ein Höllenbaron spawnt, ne? Und ich hab die Gauss-Kanone. Und ich hab 4-fach Schaden.
ihr wisst, worauf ich hinaus will, wahrscheinlich. So, das mache ich aber auch noch. Solange ich noch kann. Scheiße. Oh, oh. Oh, oh. Nee, nicht auf dich. Aua. Ja. Ach, komm schon, nur noch 4 Stück, dann haben wir es endlich geschafft. Boah, dieses kleines Arschloch. Ah. Ups, ja, der ist weg. Okay, denk daran, Höllenbaron, ne? Bleib hier! Oh. Du miese Sau! Ich brauche eine andere Waffe. Ich brauche mal irgendwas, um die ein bisschen anzuschwächen. Ah, scheiße, das war wieder keiner. So, das war noch einer. Ah, scheiße, er ist schon wieder weggeplatzt, bevor ich was machen konnte. Nein! Ja, komm. Nur noch ein einziger. Ja. Perfekt. Gut. Das war die nächste Rune. Oh, das läuft langsam echt wie am Schnürchen. So, was haben wir da? Die Reichen werden reicher. Das haben wir aktiviert. Da fehlt eigentlich nur noch das da und das hier. Geschwindigkeitsbooster. Aber dazu müssen wir halt immer mal einen finden. Tötet sie, während Rettungswurf aktiv ist. Du erhältst die Chance, einen tödlichen Angriff zu überleben und Gesundheit wieder zu haben. Wird bei Tod zurückgesetzt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie wir das verwenden sollen. So. Bräuchte mal ein bisschen Munition, falls ich kriegen dürfte. Revenant! Ja. Ja. Ah, oh, scheiße. Ja, klar, 2. Natürlich. Was auch sonst? Suchen und vernichten. Auch abgeschlossen. Okay, warte mal, das wechseln wir sofort. Suchen und vernichten, das war erhöht die Entfernung. Große Entfernung, okay. Da fehlt dann nur noch das hier mit dem Geschwindigkeitsboost. Das lassen wir mal an. Und das hier oben ist sowieso. Aufs Maximum auffüllen, ja. Oh, ein Höllenbaron. Nein, 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 nein. Shit. Ach, das. Das ist jetzt dieses. Ah, okay, ich verstehe. Yes! Wir haben die letzte Herausforderung auch noch gekriegt. Fuck! Ist das geil. Warte mal, jetzt brauche ich das Gaussgewehr. Oh, shit. Naja, wann nicht BFG einsetzen, ne? Wenn nicht hier, wann dann? Halt, wir haben ja noch 4-fach Schaden da oben. Komm her! Na klar, jetzt wo alle tot sind. Ich... Pff. Don't say anything that dead. Only makes me angry. Enough of your bullshit. Und Scheiß. Natürlich genau dann, wenn ich alles fertig habe. Ah. Egal, wir haben alle Herausforderungen abgeschlossen. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Wir haben alle Herausforderungen abgeschlossen. Wir haben das Level gefunden. Wir haben zig Waffen und Runen verbessert. Also das war ein absolut erfolgreiches Level, muss ich zugeben. Das war so gut zu... so gut abgeschlossen. Ah, was? Zum Geier. Ich will nochmal. Ich hab das jetzt gerade irgendwie nicht ganz geschafft. Hey, wieso komme ich noch nicht hoch? Komm schon. Ja! Hä, wo...
Ach so. Hm. Ja, gut. Hätte ich ja auch sehen können, dass sie hinten rum hochgehen. Ich will eigentlich nur hier schon mal alles abgrasen, um zu gucken, ob ich denn auch soweit alles habe. Ach ja, von hier aus schießt es mich fast oben drüber auch noch. Gut, dann befreien wir mal die letzte Seele. Oder betten sie zur Ruhe, oder wie auch immer wir es nennen wollen. Oh, wir haben 5 Waffenpunkte. 5. Dann können wir das da mal aktivieren. Und da fehlen uns 3. Das ist wahrscheinlich das, was ich in den ersten 2 Level oder so nicht geschafft hatte. So. Ah, uns fehlt ganz minimal Rüstung. Dann würde ich das nochmal auf Maximum kriegen. Haben wir nicht hier irgendwo ein bisschen Rüstung vergessen? Da vorne liegt noch welche. Na, siehste. Zack, siehste. Und schon haben wir 11 von 12. Mehr wollte ich doch gar nicht. Mehr wollte ich doch gar nicht. So, dann würde ich sagen, jetzt können wir die Seele befreien. Oder den Geist oder whatever. Aber ein Haufen Muni liegt hier rum. So, mein Freund. Ich befreie deine Seele. Also, ich bette deine Seele zur Ruhe. Ha! Zack! Hier hat gerade irgendjemand geweint. Irgendjemand hat hier gerade geweint. Guck mal, der Brunnen ist irgendwie so ein bisschen bröckelig geworden. Ich höre hier Stimmen. Ist irgendwie gruselig. Ah, ich befürchte das. Ich habe eine Ahnung. Weil wir hatten ja noch diesen Bereich da. Mal gucken, was passiert. Hallo? Ah, ich verstehe. Wow. Cool. Yeah. Ah, Punktlandung. Oh, die dumme Olle. Na, lebst. Sie haben mir so viel versprochen. Tja. Und was hast du bekommen? Ich glaube, die wurde geopfert. Oh mein Gott. Was? Was bist du denn? Hi. Wow. Ey, der Kampf hat noch nicht mal angefangen und er fängt schon an, auf mich zu schießen. So, jetzt muss ich irgendwie eine Schwachstelle an dir finden. Ah, das ist deine Schwachstelle. Oh. Volltreffer. Okay, wir müssen uns erstmal sein Angriffsmuster angucken. Ich habe eine Idee. Das hat ja das letzte Mal schon gut geklappt. Ja. Oh, fuck. Der haut ganz schön rein. Da, fress noch Granate, mein Freund. Das Ding ist halb Dämon, halb Spinnen, Battle Engine, Aquila. Falls das noch einer kennt. Ah. Oh Gott, verdammt, ey. Nein, 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 nein. Die explodieren. Wie soll ich den denn... Ich kann den nicht irgendwie mal betäuben oder so, ja, doch. Verdammt. Ah, fuck. Shit, ich muss nach oben. Ah, komm schon. Auf! Oh oh, nicht die Laser. Ah, das ist mies. Vorhaltewinkel kann ich auch machen. Nein. Ah, zu nah darf ich nicht ran. Verdammt. Ja, genau. Aber sonst geht's noch. Boah, das war mies. Das habe ich so nicht kommen sehen. Alter, ich muss mich gerade mal ganz kurz konzentrieren. Und das hier auf Ultra-Albtraum wird die Hölle.
Erwischt. Ich hab doch noch mein anderes Spielzeug. Da. Na, komm schon. Gib endlich auf, mein Freund. Treffen müsste ich immer. Ah, shit, jetzt fängt er schon wieder mit dem Scheiß an. Ah, fuck. Oh, oh. Jetzt wird's langsam kritisch. Na, hier, komm schon. Nimm noch mal ein bisschen was davon. Na, was ist los mit dir? Ach. Der macht so viel Zeug, da kann ich gar nicht drauf achten, auf was zum Geier der jetzt alles gleichzeitig macht. Da, nimm noch mal davon. Und jetzt noch mal hiervon. Hör mal auf mit deinem Laser, ey. Das geht auf Keks. Hallo, wieso verschwinden meine Raketen die ganze Zeit? Oh, ja genau, jetzt krieg ich das noch mal in die Fresse. Ah. Jetzt aber. Komm schon. Jawohl. Na? Gibst du auf? Tja, mein Freund. Das war wohl nix. Bam! BFG! Jetzt holt er mich doch der Tasche wieder zurück! Dieser Samuel! Ich mag's nicht, wenn ich an der Leine gehalten werde. Aufnahme, Screenshots nicht möglich? Wollte gar keinen Screenshot machen. Du hast gewonnen, es ist vorbei. Du hast die Invasion aufgehalten und das Portal geschlossen. Aber das hatte seinen Preis. Argent, Vega, diese ganze Operation. Nun, ich habe dich beobachtet ja. Und verstehe dich jetzt besser. Wirklich? Du glaubst, du musst sie alle töten, dass nichts zurückbleibt. Und vielleicht hast du recht. Aber wir können nicht alles abschalten. Ohne Argent-Energie wird es nicht gehen. Ich erwarte nicht, dass du das auch so siehst. Aber hiermit können wir uns fortführen. Das ist mein Spielzeug. Ich bin hier nicht der Bösewicht. Ich tue, was ich tue, weil es keine andere Wahl gibt. Leite Kettenkoordinaten um. Abgeschlossen. Mehr Zeit haben wir nicht. Ich kann dich nicht töten. Aber du wirst uns auch nicht im Weg stehen. Wow! Wir sehen uns wieder. Ich wusste, dass das Ding doch irgendwie so eine Art Schwert oder irgendwas ist. Du Arschloch! Gib mir mein Spielzeug wieder! Nein! Ich glaube, das war die Kampagne von Doom. Oder kommt da noch was? Unser Spielzeug. Ich will mein Spielzeug haben. Ich wusste, dass das doch irgendwie sowas ist. Oh. Ich halte mal lieber die Klappe. Ah, cool. Jetzt kommen noch die Credits. Ja, ich würde sagen, das war's von der Doom-Kampagne. Es war der Hammer. Also ich muss zugeben, als Reboot einfach geil. Es hat sich angefühlt wie ein altes Doom. Es hat richtig, richtig Laune gemacht. Und alles war stimmig. Alles hat gepasst. Bethesda, ihr seid echt die Besten. Und ich liebe eure Spiele. Das muss ich jetzt einfach mal sagen. Also alles, was Bethesda macht, ist irgendwie, hat was. Gerade so Reboots von so älteren Spielen. So Wolfenstein und keine Ahnung, schlagt mich tot. Also Bethesda, wenn ihr euch mal Zeit und Geld zur Seite nehmt, kauft euch bitte die Duke Nukem Lizenz und macht davon nochmal ein Reboot.
Weil das wird dann wahrscheinlich nochmal geiler als Duke Nukem Forever. Tja, was soll ich jetzt noch dazu sagen? Ich hoffe, euch hat's gefallen, mir zuzugucken. Und es geht natürlich noch ein bisschen weiter. Und zwar habe ich ja am Anfang versprochen, dass ich euch noch die Classic-Level zeige. Das machen wir dann in den nächsten Episoden. Und nach den Classic-Leveln schauen wir uns mal die Snap-Maps an. Beziehungsweise schaue ich mir eure Snap-Maps an. Wenn ihr mir sagt, wie sie heißen, schreibt es mir in die Kommentare und ich kann... ich schaue mir die dann einfach an. Also beziehungsweise ich werde sie runterladen und werde die dann in einem Video präsentieren. Und darauf freue ich mich schon am meisten eigentlich. Also würde ich sagen, lassen wir jetzt doch einfach noch einen kurzen Moment die Credits laufen, die einfach geil gestaltet sind. Die mir übrigens sehr gefallen. Und gucken mal, was sonst noch kommt. Ich glaube nämlich nicht, dass da noch was kommt. Die BFG. Ah, das sind nochmal unsere ganzen Waffen. Aber so ein Cliffhanger am Ende. So ein Cliffhanger. Ah, da ist nochmal die Metal Gear Aufzug. Da ist die Olle, die wir gar nicht töten mussten. Schade eigentlich. Die hätte ich gerne eigenhändig zerrissen in sämtliche Einzelteile. Batsch. Es ist schon geil designt einfach. Es ist einfach geil designt. Ja. Die Granate in der Hand. Einfach zu göttlich. Jason O'Connell, Patrick Hook, David Wago, James Celine. Mission Designer, Morgan Wilson, jawohl, Adam Bideux, Mancubus. Ach ja, der Gelbe. Aha, man sieht also auch ein bisschen Hintergrundinfo. Ja, sieh, das ist ja geil. Der Arsch hat uns unser Spielzeug geklaut. Aber wieso kann er uns nicht töten? Ach, das sind unsere Doom Marine Soldaten, oder wie? Oh, das wäre cool, wenn wir die dabei hätten. Die Templer. Irgendwie so, das wäre echt geil. Patz. ID. Ja, so schade, dass es schon wieder vorbei ist. So schade. Ich überspringe das mal. Ja, und wir sind wieder zurück im Hauptmenü. Und damit verabschiede ich mich nochmals und sage, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge oder in einem anderen Let's Play. Bis dahin, gehabt euch wohl und wir sehen uns wieder bei Doom!